Hey Leute, ich bin gerade mitten im Schminkprozess. Heute mal ein bisschen anders. Heute gibt es wieder einen Vlog von mir und beziehungsweise von uns. Nilo und ich werden heute auf jeden Fall zum Asienmarkt gehen. Ich bin, wie gesagt, noch mich komplett am fertig machen. Ich würde sagen, ich melde mich einfach bei euch, wenn ich mich fertig gemacht habe. Und ja, mich mit Nilo, also Nilo bei mir. Mit Spritzenlippen habe ich auch meine Schwester aus Italiener eigentlich schon geantwortet, wie es gestern war. Ach so, der Typ kam nicht. So Leute, ich bin jetzt fertig. Hier ist übrigens. Peace. Okay, ich werde mich jetzt schnell anziehen und Haare machen. Und dann weiß ich nicht, ob ich komme oder du kommst. So Leute, ich werde jetzt doch zu Nilo fahren. Ich wollte euch einmal mein Outfit zeigen. So. Genau. Ich werde jetzt zu Nilo fahren. Wir müssen ein paar Dinge erledigen. Wir gehen zum Asiamarkt und ich muss ganz kurz noch etwas abgeben. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich einfach, wenn ich mit Nilo bin, weil ich werde jetzt losfahren und sie abholen und ja. Was geht da? Was geht da? Willkommen im Asiamarkt. Yes, wir shoppen jetzt ein. Also, nehmt euch einfach mal mit. Oh mein Gott, die kosten 80 Cent. Kann sein, ja, das war das, das war das. Oder waren das nicht die? Nein, nein, das waren die hier, das waren längliche. Ich nehme einfach zwei von denen. Oder ja? Die? Nein, nein, das waren die hier. Dann waren die, ja, dann nimm einfach. Oh mein Gott, die haben hier echt geile Sachen. Trinken ist hinten. Was ist das? Backbrötchen. Ey, geil. Ich kenne gar nichts aus dem Asia-Shop. Was ist das? Lasst mitnehmen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, was sind das alles für geile Sachen, Leute? Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass sowas mitnehmen. Ja? Ja, ich stehe unnormal auf scharf. Leute, wir können uns einfach nicht entscheiden. Wie soll ich von denen holen? Die sind so geil. Sind die geil? Dann hol noch mehr, oder? Zwischen dem Achso, du musst nicht gucken, auf jeden Fall. Frage ich jetzt sofort. Nimm nicht die hier, nimm die hier. Ja? Ja. Immer auf die Bilder achten, Leute. Ja. Weil die sind zum Frittieren zum Beispiel. Ah, und da, keine Ahnung, okay. Da gar nichts drauf. Okay. Ich hab Matcha-Pulver zu Hause. Aber aus dem DM. Warte. Die Leute sind überfordert mit einem. Hier ist so viel, Leute. In der Gefriertruhe war so, ich glaube, Ente frittiert. Können wir das mitnehmen? Ja, lass mal. Ah, das war ein Schrimp. Oh, ups. Ich dachte, das wäre Ente. Hä? Was sind das denn für Dinger? Ey, Nilo, welche wären besser? Hot Chili oder Hot Spicy? Hot Spicy. Also, obwohl Hot Chili sieht krasser aus. Ja, fand ich auch. Ja, aber Hot Chili. Okay. Ja. Oh mein Gott, Leute, sorry, das ist jetzt, also dieser Vlog beginnt richtig komisch, tut mir leid, oh mein Gott. Also Leute, dieser Vlog beginnt sehr, sehr komisch, im Auto, ich bin gerade am Fahren, ich war gerade bei Nilo und habe sie abgeholt und dann sind wir einen Corona-Test machen gegangen. Warum ein Corona-Test? Ein Corona-Test deshalb, weil, oh mein Gott, Leute, wir fliegen morgen in die Türkei. Wir haben heute Donnerstag, den 25.03. Und morgen Abend, beziehungsweise übermorgen fliegen wir eigentlich. Also morgen Abend um 23 Uhr, also Freitagabend um 23 Uhr, müssen wir im Flughafen sein. Und fliegen dann um 1 Uhr, also eigentlich am 27. Wir landen um 6 Uhr morgens türkische Zeit in Istanbul und bleiben dann da für 11 Tage. Verbringen den Geburtstag von Nilo auf jeden Fall da. Ihr habt es sowieso im Titel gesehen, aber ich werde jetzt erstmal noch nicht zu viel verraten. Wir werden da auf jeden Fall hinfliegen morgen. Warum, wieso, weshalb?
erfahrt ihr noch. Bleibt bis zum Schluss dran. Ich glaube, es interessiert viele. Ich bin krass aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Und ich wollte einfach nur ein kleines Intro machen, sozusagen. Ich werde da alles vloggen, was geht. Wow, das kommt in der Kamera jetzt gar nicht so rüber, aber es ist wirklich, wirklich schön. Wow, wow, wow. Das ist so mein Outfit of the day. Ich bin zu Hause angekommen und habe immer noch nicht meine Schuhe ausgezogen. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall live und werden auf jeden Fall auch gemeinsam packen. Die letzten Vorbereitungen laufen, bevor wir fliegen. Wir haben jetzt genau 20:21 Uhr und fliegen um 1. Um 23 Uhr müssen wir am Flughafen sein. Hier ist mein Koffer. Ich habe jetzt nicht gezählt, was ich alles eingepackt habe, weil ich kam leider noch nicht dazu. Wir werden jetzt gleich zu Nilo fahren und dann werden wir da noch ein bisschen chillen und von da aus gehen wir dann zum Flughafen. Ich hoffe, ich habe alles eingepackt. Locke. Leute, hier ist eine Menschenmasse. Wir sind endlich angekommen in Istanbul. Oh mein Gott, wir erzählen euch alles gleich im Hotel. Wir warten gerade auf unseren Transfer. Und wir nehmen uns steht, da man uns nicht mitnehmen möchte, weil wir zu spät sind. Oh, ja, wow, das erzählen wir, ja, das erzählen wir gleich. Also Leute, wir sitzen jetzt hier drin. Wir wurden abgeholt. Ja, wir drehen einmal da, einmal hier. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir in der Türkei sind. Die Lust zu tun. Leute, wir sind angekommen. Wir sind im Hotel. Wir haben jetzt unsere Betten zusammengeschoben, weil die nicht zusammen waren. Kleine Roomtour, da ist unser Fernseher, da ist Nilo am Schrank und hier ist unser Bad. Es ist klein, aber es reicht auf jeden Fall. Also, ja. Ja. Ich freue mich. Leute, wir sind so tot. Kann nicht mehr. Dass ich tot bin. Was? Die sehen das an meinen Haaren und an meinem Aussehen, dass ich tot bin. Crazy. Wir sind in Istanbul und meine Sonnenbrille ist gerade eben kaputt gegangen. Jemand hat auch. Ich schon, dann ist mein Red Bull noch hingefallen. Ja, stimmt. Leute, wir gehen Richtung Stadt, beziehungsweise zu unserem Zielort. Ihr wisst ja immer noch nicht wohin. Das Ganze, wie gesagt haben, dass wir jetzt in Istanbul sind. Also, wir sind auf jeden Fall in Istanbul angekommen. Gott sei Dank endlich. Heute Morgen. Circa um 9 Uhr oder 10 Uhr waren wir angeblich da. Wollten wir nicht schlafen. Ja. Und haben es gerade eben geschafft. Ja. 2 Uhr. Wir haben jetzt 2 Uhr ungefähr. Wir haben ein paar Stunden gepennt. Musste aber sein. Ja, die Elvana, ne, die kriegt kein Bär wach, ich schwöre. Also Leute, wir haben uns gerade etwas zu essen geholt. Sie ist auch am Film. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus, Leute. Uff. Ich finde, also wir haben uns auf jeden Fall so ein Mango-Eis geholt. Beide. Salat mit Chicken und so, Trüffelpommes und gebratenem Brokkoli und dann noch so Brot. Das riecht alles so lecker, oh mein Gott. Leute, uns hat gerade schon jemand angesprochen und der hat uns heute Abend zum Shisha-Raum gereicht. Ja, wir hören es schon jetzt, wir hören uns Eltern, das ist nicht so tot. Kommt sogar noch aus Deutschland. Leute, wie siehst du bei Elvanas Art? Wie fühlst du dich? Ich bin irgendwie aufgeregt. Ja. Aber ich bin auch glücklich. Glaube ich dir. Ja, das glaube ich dir. Ich habe die Kamera geklaut von Nilo, Leute. Nilo chillt da. Wir sind hier immer noch und warten. Wir warten jetzt schon seit 50 Minuten. Wow, das ist ein neues Hobby geworden. Ja, vor uns sind noch 2 Mädels und dann sind wir dran. Oh, wow. Ist crazy. Leute, wir mussten gerade unsere Schuhe einpacken. Und chillen hier. Wow. Welches? Das ist die Reise. Excuse me.
Excuse me. Hey, bin ich hier gedummt? Hallo? Das muss noch Sophia. Das ist noch Sophia, das ist Strom. Alter, oh mein Gott. Pardon, ich hab Pardon. Ich muss mal wirklich zu viel. Scheiße, wir haben offiziell unsere Zimmer noch vergessen. Wir sind auf jeden Fall unsere Tante ist hier. Shit happen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir werden auf 5. Ich bin mir aber sicher, dass wir bei 5 gerade. Nee, bei dem Typen waren wir bei 3. Ich glaube, das war unser Zimmer. Hä? Egal, wir gehen zur Rezeption und fragen. Selfie time! A big booty! A nice big booty! A booty in the booty! Booty in the booty! Willkommen zu einem neuen Vlog. Das war die beste Investition von uns. Guten Morgen, Leute. Wir haben inzwischen 10 Uhr oder so, keine Ahnung, wir werden jetzt mal frühstücken. Das wurde uns gerade gebracht. Und dann gehen wir auf jeden Fall raus. Wetter genießen, aber wir gehen auf den Bazar. That's me. Good morning. Das ist mein Waist Trainer, nicht wundern. Normal. Ja, Leute, Elvana ist gleich soweit. Ich bin fast. Ja, normal. Ja, jetzt noch mal kurz davor. Hi. Ich habe ein bisschen Infusion bekommen, weil ich ja noch nichts gegessen und getrunken habe, damit mein Blutdruck nicht fällt. Ach, es geht alles irgendwie gerade so langsam vorbei. Ich kann nicht mehr warten. Ja. Ich bin so ich schwöre, das geht gerade alles viel zu langsam. Das ist gerade so. Ich will das endlich hinter mir. Ja, ich will auch, dass wir es hinter dir haben. Ich will, ich bin so gespannt. Komm bitte heil zurück. Elvana ist erst seit ein paar Sekunden weg und ich mache mir jetzt schon mega die Sorgen. Ich habe Angst. Ich hoffe, sie kommt heil zurück. Ich hoffe, alles verläuft gut und ich hoffe, dass ich keine Schmerzen habe danach. Es ist so cringe ohne die. Ich war in den letzten Monaten nicht einmal ohne die. Und jetzt muss ich 5 Stunden auf sie warten. Bin echt gespannt, Leute. Ihr wisst gar nicht. Wir haben jetzt 14.24 Uhr. Wir waren erst um 10 Uhr in die OP gegangen. Ich warte immer noch auf sie. Ich hoffe, dass sie jetzt gleich mal kommt. Sie sollte um 15 Uhr kommen. Also hoffe ich mal, dass sie jetzt noch kommen wird. So gespannt und so nervös. Ich hoffe, ihr geht's gut. Sie ist zurück, aber es geht ihr gar nicht gut. So, sie ist jetzt wieder wach. Und wie geht's dir? Wie geht's so? Ich bin jetzt wach und aktiv auch. Ich würde am liebsten aufstehen und rumgehen und so. Aber ich habe echt Schmerzen an der Brust. Und wenn ich mich bewege, zieht's überall. Ja, normal. Ich habe nach der OP 2-mal hintereinander gekotzt. Und dann bin ich irgendwann, und mir war eiskalt. Die ganze Zeit gezittert, ich habe richtig krass gezittert, ne? Mhm. Dann bin ich ins Zimmer gekommen irgendwann. Hier habe ich auch nochmal gekotzt. Ja. Und immer weiter gezittert. Da, die, weißt du, was die mir gemacht haben? Die haben mir so ein Rohr unter die Decke reingemacht, wo heiße Luft rauskam. Aber so kalt war mir, und das war, mir war immer noch kalt. Das ist krass. Die hat ja auch gesagt, die wird weiterhin kalt sein, egal wie warm es ist. Ja. Ja, die haben immer gesagt, das geht nach 1-2 Stunden weg, das ist normal. Es sind 1-2 Stunden vergangen. Ja. Jetzt geht es ihr Gott sei Dank gut. Ja. Ja. Mal gucken, Leute, wir melden uns einfach später nochmal. Hey Leute, ich bin eben aufgewacht vor 1-2 Stunden, hab kurz was gegessen, also versucht zu essen. Lilo ist da. Hallo. Ja, die OP ist wohl gut verlaufen. Ihr seht, guckt euch einfach Nilos Vlog an, da seht ihr, glaube ich, mehr. Ich habe nämlich irgendwann gar nicht mehr gefilmt. Guten Morgen, Leute, heute ist der erste Tag nach der OP. Wir sind gerade aufgewacht. In der Nacht wurden mir 2-mal so Dinge hier reinge... Also, hier reinge... Meine Hand ist richtig angeschwollen. Hier reinge... stochen. Wir frühstücken jetzt, Lilo und ich. Mein Arzt war auch schon da, der hat gesagt, die OP ist sehr gut verlaufen. Du wirst es sehr... Also, dir wird es sehr gefallen. Diese Hand ist so angeschwollen. Lilo hat eben ein bisschen Süßes geholt. Hi. Hallo, Leute. Ich hoffe, ich filme auch nicht so wie vorhin. Wir machen jetzt ein paar Faxen, weil wir haben Langeweile.
Ja. Irgendwann verloren. Eben kam auch die Krankenschwester rein und meinte, so eine Begleitperson brauchen alle. Weil Nido immer die ganze Zeit so gute Laune macht. Ja, oha, ja. Das ist um Fernsehen zu gucken. Oder zum Essen. Ach ja. Wir haben jetzt unsere Betten zusammengeschoben und schauen uns jetzt einen Film an. Bis morgen, Leute. So. Hi. So Leute, wir sind wieder zurück vom Krankenhaus. Endlich im Hotel. Die Leute mal nach. Ja, das ist Elvanas Corsage und ihr BH. Das ist das hier. Die sieht dann so aus. Ihr geht auf jeden Fall mega gut. Sie ist auf jeden Fall noch ein bisschen angeschwollen. Hi Leute, der erste Tag draußen nach ihrer OP. Wie fühlst du dich? Eigentlich gut. Ja. Solange wir langsam gehen, ja, safe. Ist alles gut. Ja, Leute, wir gehen jetzt was essen, wir sind am Verhungern. Ja. Wir sind wieder im Restaurant, das Essen war albern, ist okay. Genau, unser Kring kommt gerade. Und so Dips bestellt. Oh, lecker. Ich freue mich so, die jetzt zu probieren. Okay, das ist jetzt doch die Vorspeise. Wir können die aber nicht machen. Leute, wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. Ja, wir brauchen eine schöne Kange. Yes! Oh mein Gott. Wow. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Wir haben schon gesehen. Oh, nein. Wow. Ja, nein. Entspannt. Oh mein Gott. Das ist okay. Dann hat man natürlich nicht 1, 2. Haben die keine schöneren Farben? Waschka denkt, bitte. Wir waren erfolgreich. Wir haben uns jeweils 2 Unterhosen geholt. Ja, auch wenn die Tage nicht in der Farbe waren, die wir haben wollten. Aber ja, egal. Kennt ihr die in der Türkei? Und hier trotzdem die Tarsen liegt. Ja. Also ich sehe jetzt schon ein bisschen an. Diese längeren Strichchen. Ja. Oh mein Gott. Happy Birthday. Danke. Happy Birthday. Ja, du musst dir das wünschen. So, Leute, ich bin jetzt beim Friseur angefahren. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, ich bekomme ein Screenshot. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Hier ist die Location. Ja, warten wir mal auf das Endergebnis, ne? Kameravergleich. Oh, siehst du meine Qualität? Ich finde deine sogar besser. Und deine Qualität. Nee, wir sind richtig im Fokus. Nein, der Grund ist unscharf. Bei mir ist alles scharf. Deine? Nee, ja, ich mag das aber so mehr wie du. Ich mag das so mehr. Ich finde das voll und cool. Den Unterschied an. Weil die sehen mir einfach besser aus als bei mir. Keine Ahnung, welcher Tag heute ist. Ich war gerade duschen. Ich hab mir gerade so Gammelklamotten angezogen, sage ich jetzt einfach mal. Ich wollte euch mal was zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie dick diese Hand noch ist. Sie tut auch noch weh, weil hier waren meine ganzen Kanülen drin und die Hand ist einfach so dick und angeschwollen. Ich habe mir ein Stativ und eine neue Speicherkarte bestellt. Die benutze ich gerade auch, damit ich einfach endlich vloggen kann. Also ich konnte ja vorher auch vloggen und so weiter, aber mein Stativ war echt nicht besonders gut. Dieses Stativ hatte ich vorher. Also ihr seht, ich habe das komplett zugeklebt gehabt mit Tesa und so, damit es überhaupt noch hält. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr schmaler im Gegensatz zu vorher. An manchen Stellen so Hubbel und so. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich glaube eher nicht, aber hier, dieser ganze Bereich ist so hubbelig. Ich glaube, man erkennt das nicht so gut. Aber wenn man drüber fühlt, dann spürt man es halt schon. Leute, guck mal. Nilo hat einen. Komm her, Mario. Komm her. Komm her. Komm her. Frecher, bist du süß. Mario. 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 Guck mal, Leute. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, ich kann. Guck mal da, das bist du. Ja, mein Kleiner. Ja.
geht's, Leute. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin in meinem Vlog. Wir haben jetzt auf jeden Fall den 9. April. Wir haben 21.29 Uhr. Ich habe da aufgehört, wo Nilo mich abgeholt hat. Sie hat mich vorhin auf jeden Fall wieder nach Hause gefahren, also heute Nachmittag. Wir haben uns relativ früh getroffen, um 11 Uhr oder so. Dann war ich bei ihr, dann haben wir mit dem Hunden gespielt, so und so. Und um 17 Uhr hat sie mich nach Hause gefahren. Dann habe ich vorhin mit meiner Mutter was gegessen, habe gerade zwei Videos für euch abgedreht, habe mich ein bisschen fertig gemacht, wollte euch mal meine neuen Haare zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon getan habe, aber ich war in der Türkei und war beim Friseur. Ich wollte es auf jeden Fall nochmal erwähnen, falls ich es vergessen habe. Und jetzt warten wir gemeinsam auf Nilo. Ich habe gerade zwei Videos für euch abgedreht, meine Schminksammlung und das OP-Video. Ich weiß nicht, ob ich diesen Vlog an dieser Stelle beende, weil ich weiß gar nicht mehr, was alles in diesem Vlog drin ist, Leute. Ich habe keinen Überblick mehr. Ab jetzt werden auf jeden Fall regelmäßiger Vlogs kommen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, falls ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir gerne. Ich habe euch da gefragt, ob ihr Bock habt auf Vlogs. Und viele waren dafür. Ich werde mir jetzt irgendwas anziehen. I don't know was, aber ich werde mir irgendwas anziehen. Weil ich weiß nicht, was wir machen werden. Ich denke, wir werden einfach chillen. Nilo kommt einfach zu mir. So, Leute, ich beende jetzt an dieser Stelle meinen Vlog. Ich habe gerade meinen Vlog zu Ende geschnitten und gemerkt, dass ich auch kein Outro habe und nicht genau wusste, wo ich Stopp mache und wo nicht. Es werden auf jeden Fall, wie gesagt, regelmäßig Vlogs kommen. Ich hoffe, euch gefällt so eine Art an Videos. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Fühlt euch gedrückt und geküsst. Mua. Tschüss!